Hey, hallo, herzlich willkommen. Wir sind weiterhin damit beschäftigt, unsere lustigen Gefangenen im Garten zu halten, da wir es nicht geschafft bekommen, Gebäude zu bauen in der Zeit, wie sie uns beliefern. Und ja, damit herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Die Cafeteria läuft immer noch nicht, aber ich hatte jetzt endlich gerafft, woran es liegt, dass sie nicht läuft. Es wäre jetzt noch ganz praktisch, wenn da jemand drin arbeiten würde. Zack. Schon haben wir einen Koch, der seinen Job machen kann. Nicht ganz, weil da ja die Hälfte fehlt. Strom zum Beispiel. So, jetzt haben wir auch Strom. Theoretisch könnte also demnächst jemand sich hier drum kümmern. Das Ding steht auch schon, das Gebäude. Das wird, stimmt, das für den Snuff, das Räumchen. Das heißt, wir werden erstmal das hier alles erfahren im Raumplan. Du bist keine Cafeteria, mein Lieben. Ihr seid hier vollkommen falsch. Du bist... was bist du? Du bist ein Staff Room. Wie groß muss der sein? Nicht groß. Minimum 4x4. Dann kriegen die auch einen 4x4 Staff Room. Ne, dann kriegen die einen x x6 Staff Room. x x6 Staff Room. So, dann kriegt er noch eine Tür da rum. Könnte natürlich auch hier eine Mauer machen und dann einen Gang. Genau, wir machen hier wirklich nur 4x4, machen hier aber noch eine Tür, eine Stuffed Door. Nein, da kommt die Stuffed Door, hier kommt eine normale Door rein. Und diese Door kommt weg. So, und dann brauchen wir noch ein paar Mauern. Das ist der Staff Room. Nicht zu groß, nicht zu klein, auf jeden Fall zu klein. Warum ist hier noch Teil des Rooms? Das kann alles weg. So, Staff Room. Sehr schön. Der Koch arbeitet. Und die kriegen tatsächlich jetzt mal was zu essen. Das wäre ja faszinierend. Gibt es hier irgendwie Serving Personal? Nö. Was? Wer versucht denn jetzt schon wieder? Ich habe einen Zaun drumherum, er kommt nicht mehr weg. Leute, es gibt Essen. Es klappt tatsächlich. Ich kann die Leute mal füttern. Stacy? Wir haben Frauen im Knast. Gruselig. Die sieht echt gruselig aus. Guckt euch mal Stacy bitte an. Case und Stacy fressen zusammen. Was ist Dan? Dan Stacy. Oh. Nachname. Natürlich, es ist natürlich kein Frauenknast. Die Anforderungen erfülle ich ja gar nicht an einen Frauenknast. Ich habe ja nicht mal duschen. Es geht nur um einen Männerknast. So, Indoor. Wir brauchen ein Sofa und eine Drinking Machine. Was, sie wollen sich besaufen? Das finde ich nicht so gut. Drinking Machine und ein schönes Sofa. So, dann könnt ihr euch hier ein bisschen ausruhen. Ja, nur Minimumausstattung. Warum richten die diesen Raum nicht ein? Du. Dahin. Genau genommen, dahin. Du kannst da nicht. Ach so. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es ja endlich. Mein Gott. Wie konnte so etwas passieren? Entfernt das hier. Und entfernt ein Stück Wand. Wall. So. Schaut euch das an, dass der macht die Tür raus, der nimmt die Wand raus und dann setzen wir da eine neue Tür ein. Dann haben wir eine Zelle mehr. Dann kriegen wir tatsächlich noch einen mehr untergebracht. So. Der Raum hat immer noch keinen Strom. Kriegen wir auch gelöst. Die Cafeteria ist auch in Ordnung. Ja, ich muss sagen, so langsam geht's voran. Er kommt in seine Zelle, obwohl noch keine Tür da war. Zack. Es läuft. Alle haben ihre Zellen. Naja, einige Leute haben ihre Zellen. Wir haben ein Lager, in dem wir Zeug untergebracht kriegen. Wir haben noch einen freien Raum, den wir noch überlegen müssen, was das wird.
Wir haben unseren Staff Room. Und ich würde jetzt überlegen, das Gebäude tatsächlich langsam mal in Auftrag zu. Mit welchem Geld denn? Mit welchem Geld denn? Was brauchen wir denn? Wir bräuchten noch einen Free Time Relaxing und einen Besucherraum. Das heißt, wir machen hier zwei Räume rein. Das heißt, wir ziehen hier noch eine Wand hoch. Mit Geld, das wir nicht haben. Dann zieht man nur so ein Stück Wand hoch. Aber wir verdienen ja eigentlich ordentlich Kohle. Also verdienen, eine Ansichtssache. Der ist verletzt. Der stirbt mir noch weg. Ich muss auf jeden Fall nochmal mit der Stromversorgung machen. Das funktioniert nämlich auf Dauer so nicht. Was? Habe ich wieder neue Prisoners bekommen? Nicht euer Ernst, oder? Was soll ich mit den Leuten? Genau, steckt zwei. Oh. Der ist verreckt. Ist schlecht, oder? Nee, nee, kann nicht schlecht sein. Kann nicht schlecht sein. Kann nur gut sein. Was macht denn ihr mit eurem Müll? Müsst ihr doch wegräumen. Und der stirbt mir jetzt auch. Dann brauche ich eine neue Wache. Das ist vielleicht alles ein Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag mal nicht Scheiß. Und wieso nutzt keiner den Restroom? Du warst doch müde. Hier. Dann gefällt er in den Restroom und dann bist du nicht mehr müde. Kannst du hier reingehen? Genau, ihr könnt beide in den Restroom gehen. Mr. Tired kann das Sofa benutzen. Jetzt entspann dich mal, Mr. Tired. Nein. Keinen Bock zu entspannen. Okay. Was macht der? Ach, der nimmt den Müll mit. Na, endlich. Jetzt kümmern sich Leute um den Müll. Das ist doch super. Das läuft hier doch langsam. Schön, schön, schön. Die Zellen sind auch aktiv. Wir haben die dritte Zelle hier unten fertig bekommen. Es läuft so langsam ein bisschen. Strom haben wir auch noch gerade so genug. Ich würde jetzt hier tatsächlich überlegen, ob wir nicht einen Besucher und einen Aufenthaltsraum noch da einzimmern. Leider haben wir nicht genug Geld, um überhaupt Mauern zu bauen. Ah, der ist müde und entspannt sich tatsächlich jetzt. Ah, oh, geil, das funktioniert. Die gehen sich entspannen, wenn es nötig ist. Also der geht gleich sterben. Wir brauchen noch einen neuen Wachmann. Oh, ich kann mir noch nicht mal mehr einen Wachmann leisten. Ihr geht zum Frühstück, aber keiner schließt euch auf. Kollege, Arbeit. Mach hier Arbeit, ne? Machst du hier Arbeit, schließt du denen die Tür auf. Damit die Jungs was essen können. Und dann versucht er auch noch abzuhauen. Ich glaub's ja. Hört auf, hier einen Aufstand zu versuchen. Oh. Ihr solltet vielleicht nicht im ständig offen Modus sein. Ja. Naja, wir haben wieder Platz für zwei neue Insassen. Was ein Blödsinn. Egal. Der geht wieder sich entspannen, der ist noch ein bisschen müde, genau, chill, du hast einen guten Job gemacht, genau, chill, chill, chill. Und die letzte Woche holte sich noch einen Mitarbeiter. Gut, Mitarbeiter, Bewohner, Bewohner für mein wunderschönes Heim. Die sind ganz gechillt, futtern hier ein, weil der Koch macht ja einen guten Job. Feed all the prisoners. Vielleicht macht der Koch nicht so einen guten Job. Also, nee, es steht hier massig Essen, also kann sich eigentlich keiner beschweren. Aber mein neuer Wachmann ist jetzt auch komplett ready. Das gefällt mir. Und ich habe wieder genug Geld für ein Stück Mauer. Und dann sollten wir langsam überlegen, die Rooms. Wenn wir hier einen Visitor Room planen, können wir den 4x4 machen und 4x5. Der braucht noch Versuchertische. Und dann machen wir hier noch einen 4x4 Aufenthaltsraum. Und dann müssen wir dazwischen noch die Bauern einziehen. Und zwar werden das hier so Concrete Walls.
Das gefällt mir ganz gut. So, Türenplan und so. Der ist auch müde, der hat ja auch kein Büro, in dem er arbeiten könnte oder so. Ich brauche Geld für eine verdammte Tür. Objects, Doors. Remote Door, Solitary Door, Jail Door. Was kosten die denn? 200. Trotzdem werde ich es mir leisten. Achso, ich besitze noch eine. Ah, das macht natürlich Sinn. Kriegt ihr eigentlich die Türen auf? Das hat nur einen Stuff Key. Scheinbar kriegt er sich trotzdem auf. Von den Utilities erreicht es auch, dass ich Strom da drin habe. Nicht schlecht. Der Müll in den Mülleimer und die bringen den Müll raus. Ja, das sieht schon alles ganz gut aus bisher. Ein bisschen vermoost das Gebäude. Warum der da drin sitzt und nichts anderes tut, weiß ich nicht. Der Wachmann hängt draußen rum. Auch nicht schlecht. Der Workman hängt auch irgendwie draußen rum. Aber wir haben einen kompletten Zaun, wenn ich das richtig sehe. Einmal rundherum reicht. Das heißt, wir sind quasi abgesichert. Cafeteria können wir noch ordentlich vergrößern, wenn nötig. Ich würde sagen, es läuft. Wenn ich jetzt noch Geld hätte, könnte man das Spiel langsam schon als erfüllt, completed ansehen. Ich habe ein bisschen Geld bekommen. Sehr schön. In 8 Stunden kommen neue Gäste, für die wir immer noch keinen Platz haben. Aber wir haben zumindest bald genug, dass die Gäste, die vorhanden sind, sich nicht mehr total kacke fühlen. Hier ist ein Dingstar-Room für die zum Sitzen und nichts tun. Ach, die Wachmänner müssen die Türen aufmachen, damit sie da arbeiten können. Das ist natürlich blöd. Dann stellen wir die auf komplett offen, solange die Arbeit noch zu tun sind. Wir brauchen noch eine zweite. Es hilft ja alles nichts. Was werkelt der Koch eigentlich 24 Stunden am Stück? Naja. Ignorieren wir das mal. Wir haben noch nicht genug Geld für eine Tür. Wobei, wir könnten eine normale Tür reinsetzen. Das ist ja nur der Aufenthaltsraum. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, eine Jail-Tür macht da einfach mehr Sinn. Na, die normale Tür ist eine normale Tür. Na, das ist eine Hardcore-Tür. Die normale Tür braucht 200. Das heißt, wir müssen noch 2 Cache-Ticks warten. Wie oft cache-tickt das? Ich könnte irgendwas machen, dann kriege ich. Schauer, ja, die Kitchen. Ups. Scheiße. Okay, jetzt haben wir Geld angenommen. Das ist natürlich gut, weil wir jetzt Geld haben. Schlecht, weil wir wahrscheinlich irgendwas erfüllen müssen dafür. Huh, ich hätte vielleicht lesen sollen und nicht einfach nur blind klicken. Naja, gut, dann können wir aber jetzt schon mal den Raum zu Ende bauen. Und in den Raum hier können wir Objects stellen, nämlich so ein Visitor Table. Passen da 2 rein? Von der Theorie her passen hier 2 rein. Probier es einfach mal raus. So. Den Raum schöner machen. Man kann vor allem den Raum ja schöner machen, indem man den mal was da reinstellt. Wie zum Beispiel einen Pooltisch. Der passt hier noch nicht mal rein, weil der Raum viel zu klein ist. Aber wir könnten auch einen TV reinstellen. So, ein Fernseher. Und ein breites Sofa. Und noch ein Sofa. Und noch ein breites Sofa. Falsch rum. So, dann haben wir komplett die Kohle in Sofas gesteckt. Jetzt hätte ich gerne noch Licht. Das gefällt mir gut.
Die Räume haben keinerlei Fenster. Doch da hinten, aber hier vorne ist keins. Machen wir noch ein Licht rein. So, der Raum hat ein Licht. Die Tür wird wieder auf normale Tür umgeschaltet. Die anderen Räume kriegen jetzt auch eine Tür. Die Räume kriegen Lichter. Und ich muss jetzt bauen. Zwei Köche. Das kriege ich am einfachsten hin. So. Job erfüllt. Dann brauchen wir einen Garten, eine Dusche und eine Holding Cell. Ich würde dann einfach dieses Gebäude schon mal vorbereiten. Ja, passt auf. Ich glaube, die Kohle reicht nämlich dafür. Was? Okay. So, die Kohle reicht nämlich dafür, dass ich das Gebäude schon mal so weit vorbereite. Dann bereiten wir da drin direkt die Wände vor. So, gefällt mir das doch ganz gut. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, ob daraus was wird aus diesem Gebäude. Bis zum nächsten Mal.